Ein Planspiegel befindet sich 1 Meter von einem sphärischen, konkaven Spiegel mit Radius 75 cm entfernt. Man stellt eine Kerze zwischen den beiden Spiegeln im Abstand von 50 cm vom konkaven Spiegel auf. Die Kerze misst 12 cm. Die vom konkaven Spiegel reflektierten Strahlen treffen auf den flachen Spiegel. Auftrag: Bestimme die Position und die Höhe des Endbildes. Hier die Angaben. Das ist der sphärische, konkave Spiegel mit Scheitelpunkt S, mit Brennpunkt F und mit Mittelpunkt C. Der Abstand zwischen C und S, das heißt der Radius von dem sphärischen Spiegel, beträgt 75 cm. Und da die Brennweite die Hälfte vom Radius ist, beträgt diese Brennweite klein f 37,5 cm. Der Abstand zwischen S und A, den wir mit klein p bezeichnen, p wie Position der Kerze, beträgt 55 cm. Der Abstand zwischen A und B, das heißt die Höhe klein h, beträgt 12 cm. Der Planspiegel steht im Abstand von 1 Meter zu diesem Scheitelpunkt des sphärischen Spiegels. Nennen wir diesen Punkt T, so gilt der Abstand zwischen S und T beträgt 1 Meter, also 100 cm. Was gefragt wird, sind die Position P' vom Endbild, die wir in Zentimeter ausdrücken, so wie die Höhe H' vom Endbild, die wir ebenfalls in Zentimeter ausdrücken. Beginnen wir mit den geometrischen Konstruktionen. Der Parallelstrahl, der von B ausgeht, wird hier reflektiert zum Brennstrahl. Der Mittelpunktstrahl, der von B ausgeht, wird auf sich selbst reflektiert. Und da, wo diese beiden reflektierten Strahlen sich treffen, da befindet sich das Bild A'B' vom Objekt AB durch diesen sphärischen, konkaven Spiegel. Denken wir uns den Planspiegel mal weg. Diese zwei Dreiecke ABC und A'B'C sind ähnlich. Und daraus können wir schließen, dass groß geteilt durch klein gleich ist zu groß geteilt durch klein. Also groß, das ist H', geteilt durch klein, H, gleich groß. Dieser Abstand zwischen A' und C, das ist dieser Abstand P' minus dieser Abstand, das heißt Radius, das heißt klein r. Der Abstand zwischen A' und C ist also P' minus r. Geteilt durch diese kleine Seite, der Abstand zwischen C und A, das ist der Radius r minus dieser Abstand P. Somit erhalten wir also diese Gleichung, in der wir H, R und P durch die bekannten Werte ersetzen. Hier haben wir noch 75 minus 55, das macht 20. Diese Gleichung kann man beidseitig mit 4 multiplizieren, somit werden diese Nenner etwas einfacher. Jetzt multiplizieren wir kreuzweise und erhalten so diese Gleichung mit 2 Unbekannten h
H' und P'. Diese Gleichung halten wir hier oben fest. Da ist sie. Die zwei Dreiecke S, D, F und A', B', F sind ebenfalls ähnlich. Also schließen wir daraus, dass groß geteilt durch klein dasselbe ist wie groß geteilt durch klein. Also groß H' geteilt durch klein, der Abstand zwischen D und S entspricht der Höhe H von der Kerze, also geteilt durch H gleich groß, der Abstand zwischen A' und F, das ist dieser Abstand P' minus dieser Abstand, das ist die Brennweite, also klein f, geteilt durch diesen Abstand klein f. In dieser Gleichung ersetzen wir h und f durch die bekannten Werte. Diesen Bruch multiplizieren wir oben und unten mit 2, damit diese Dezimalzahlen verschwinden. Jetzt könnte man noch beidseitig mit 3 multiplizieren, dann würden die Nenner etwas einfacher sein, aber wenn man es vergisst oder nicht dran denkt, ist auch nicht weiter schlimm, dann multipliziert man eben kreuzweise und erhält so diese Gleichung mit den zwei selben Unbekannten H' und P'. Diese Gleichung halten wir auch da oben fest. So, jetzt haben wir also zwei Gleichungen mit den zwei Unbekannten H' und P'. Die bilden dieses Gleichungssystem. Dieses Gleichungssystem können wir zum Beispiel mit dem Taschenrechner lösen. Wir gehen ins Menü, fahren mit den Kursortasten bis zum Feld der Gleichungen, bestätigen diese Auswahl mit Enter. Wir möchten ein Gleichungssystem lösen, also wählen wir Kategorie 1, die Anzahl Gleichungen und Unbekannten, das ist 2, also wählen wir die 2 und jetzt geben wir die Gleichungen ein. Die Vorzahl der ersten Unbekannten in der ersten Gleichung, das ist 5. Wir geben ein 5, bestätigen diese 5 durch Enter und somit steht die 5 an ihrem Platz. Die zweite Vorzahl ist minus 3, Enter. Jetzt aufpassen, die unabhängigen Glieder müssen rechts vom Ist-Zeichen stehen. Das tun sie hier, also können wir eingeben, minus 2, 2, 5, Enter, jetzt die zweite Gleichung, 75, Enter, minus 24, Enter, minus 9. 100, Enter. Jetzt nochmal Enter. Die erste Unbekannte für uns H' beträgt 180 Siebtel. Wir erhalten den Dezimalwert durch diese Taste SD. Ich klicke drauf. Klick. H' beträgt also ungefähr 25,71. Jetzt nochmal Enter. Die zweite Unbekannte für uns P' beträgt 825 Siebtel, das heißt ungefähr 117,86. Somit haben wir also diese zwei Unbekannten gefunden, H' und P'. Jetzt schalten wir den Planspiegel wieder ein und konstruieren die reflektierten Strahlen von diesen beiden Strahlen. Da ist der erste, das ist der Reflektionsstrahl von diesem Strahl durch den Planspiegel, und da ist der zweite. Da, wo diese beiden Strahlen sich schneiden, da befindet sich das Bild A'', B'', von A', B' durch diesen Planspiegel. Letztendlich wird gefragt,
wie viel ist dieser Abstand a't und wie viel beträgt diese Höhe h'. Dieser Abstand a't, das ist derselbe wie der Abstand zwischen t und a'. Also ist das hier diese 117,86 minus diese 100 cm. Das heißt also, dass der Abstand zwischen a'' und t 17,86 cm beträgt. Der Abstand zwischen a' und s, das ist 100 cm minus diese 17,86 cm, also 82,14 cm. Und die Höhe h' ist natürlich genau dieselbe wie die Höhe h', das heißt 25,71 cm.